bisschen Musik direkt schon zum Start. Ich heiße euch herzlich willkommen zurück zu Fallout 4. Psst. Wir dürfen hier nicht zu laut sein, denn wir sind immer noch in der Höhle des Löwen. Oder der Raider. Oder? Ja. Immer noch hier drin. Also, ich habe schon viel getötet und werde noch mehr töten. Ich habe ein ungutes Gefühl, wenn ich hier hochgehe. Geräuschefalle entschärfen. Was, ich kriege dafür Erfahrungspunkte. Da werde ich noch viel mehr Geräuschefallen hereinwerfen. Gut. Ich schleiche aber zuerst hier kurz durch. In der letzten Folge haben wir nämlich noch Minen gefunden. Ich sehe, da liegt schon wieder eine. Ich glaube nicht, dass es vorgesehen ist, dass ich hier runterspringe. Ich will zuerst das andere kurz überprüfen. Einen Moment. Ich habe ein ungutes Gefühl. Warum ich so rumgucke, wird sich jetzt der eine oder andere fragen. Naja, überall liegen Fallen hier. Ganz besonders an dieser Stelle. Ich will da nicht wieder in die Luft gesprengt werden. Okay, das sieht mir nach dem Ausgang aus, oder? Wo geht's hier hin? Commonwealth. Da will ich aber noch nicht hin. Also hier haben wir den Ausgang, das ist mal ein Anfang. Dann will ich noch was prüfen. Ach, Moment. Dann ist beides kaputt. Schade. Das habe ich schon aufgemacht. Aber hier... Ja, da ist noch Zeugs drin. Da ist noch... Da liegt was am Boden. Also gut. Machen wir das Ding mal auf. Passwort erforderlich. Sicherheitssteuerung. Ich habe das Passwort bekommen. Türen öffnen. Status verriegelt. Ah, jetzt ist offen. Gut. Ja. Ja, das ist mal ein Lager. Russische Eier, Dosen. Komm, wir nehmen einfach alles mit. Wir nehmen alles mit. Das sollte ja, ja nicht so schwer sein, wollte ich gerade sagen. Aber scheinbar schon. Ach, armer Junge. Mit Bajonett. Gekocht, Lederrüstung, rechtes Bein. Was bedeutet das, wenn es gekocht ist? Ich habe noch so wenig Ahnung. Ich weiß, dass ich zu viel trage. Aber lass mich noch ganz kurz alles aufnehmen. Mini-Atom. What? Warum liegt das hier herum? Achtung, das wollen wir nicht in die Luft springen. Noch nicht. Irgendwann dann schon. Nichts drin, nichts drin. Okay, also. Wir werfen mal kurz was weg. Zuerst will ich aber kurz die Waffe angucken. Mit Bajonett. Nein, ich wollte nicht rüber. Sondern so. Das sieht doch interessant aus. Wir nehmen den mal rein in die Favoriten. Und zwar hier rüber. So. Klinge mit Kreuzschlüssel. Ups, das ist alles gut. Wir nachher noch ein Kleider. Wir was? Kleider. Weg damit. Und hier
Auch weg damit. Schweißerbrille. Brauche ich so viele Schweißerbrillen? Nein. Das ist aber nicht schwer. Aber warte, die haben alle Plus, ja? Die haben alle Plus. Gekocht. Ich werfe die alle mal rein. Welcher ist besser? Der ist besser. Was ist eine Stachelrüstung? Ja, super. Dann will ich aber noch was oben wegwerfen. Etwas, das ich nicht brauche. Leichte Kleidung, weg damit. Die Ledersachen, weg damit. Milizhut, lassen wir. Na, ja, tut mir leid, Kumpel. Das tut mir leid, Kumpel. Hier war der eine Eingang, beziehungsweise hier war ich schon auf dieser Seite. Gut. Blutdose. Na, das brauche ich nicht. Wir gehen weiter. Und zwar hier. Ich glaube, da hat es nämlich noch was. Auf alle Fälle hat es noch eine Mine. Und die will ich auch haben. Also vorsichtig, vorsichtig. Minen rumliegen und fallen. Ganz langsam. Und ganz vorsichtig. Die haben sich hier noch irgendwo durchgegraben. Da unten war ich schon. Hoffen wir, das geht. Oh, ich bin einfach drüber gerannt. Ich wollte eigentlich noch springen. Warum dampft ihr so? Stealth Boy. Was ist ein Stealth Boy? Das werden wir nachher herausfinden. Splittergranate und Molotov Cocktail. Na, das ist mal was. Die haben sich hier auch verschanzt. Aber lange haben sie nicht gelebt. Ich gehe auf alle Fälle davon aus. Aber sie haben gekuschelt, bevor sie gestorben sind. Das ist schon viel wert. Ich hätte dann auch gerne jemanden zum Kuscheln, wenn ich sterbe. Selbst wenn es nur mein Hund ist. Also. Und. Hut. So. Ich hoffe, es hat wirklich keine Fallen mehr und ich habe effektiv alles deaktiviert. Ups. So. Verdammt. Ich will nicht den anderen Weg gehen. Ich will hier zurückspringen. Es nervt mich, wenn ich da dann wieder unten durchkraxeln muss. Mann, dieses Scheiß. So. Jedoch. Na, dann würde ich sagen, raus aus diesem Höllenloch. Wir haben ziemlich viel cooles Zeugs mitgenommen. Oder? Ja, alles. Dann raus. Na dann. Zurück ins Lager und mal schauen, was ich da alles verwerten kann. Und was mich auch wundernimmt, ich habe ja noch Kleider in die Kochstation gelegt,
ob ich die dann überall rausziehen kann. Weil dann werde ich das als portable, also portable im übertragenen Sinne, eigentlich schon standfest, aber werde es als Übertragsbasis. Wo? Okay, ich bin noch lange nicht fertig hier. Auch noch ein Hund? Aus. Du bist auf der falschen Seite. Komm. Nochmal, irgendwie. Okay, shit. Waffen. Ich werde mir eine Schrotflinte weghauen. Und ich sollte die... So, zweimal in die Brust. Bye-bye. Jetzt nachladen und den anderen töten, da steht nämlich noch einer. Komm Hund, komm. Oh, Scheiße. Wir haben hier ein kleines Problem. Nur ein ganz kleines Problem. Autsch. Weg. So, Tür schließen jetzt. Schließen dieses Scheißding mal. Ich stopf mir noch kurz was in die Kehle. Irgendwas Leckeres. Bisschen aufbereitetes Wasser, ja? Gut. So. Turmsteuerung. Deaktivieren. Zwei sind in Betrieb. Über ihre Verteidigungssysteme. Ich will nichts über die Garantie wissen, Mann. Verdammtes Scheißding, ich will den Müll hier deaktivieren. Abschaltung. So. Warte mal, wenn ich das jetzt aktiviere, ballert das Ding dann immer noch auf mich? Das will ich wissen. Ja. Mach mal Pause, Junge. Ich schalte dich wieder ab. Ja. Turmsteuerung, zack. Deaktivieren, zack. Dann will ich zurück. Ah! Bin noch nicht fertig hier. Scheinwerfersteuerung. Licht ausschalten. Ja. So. Nein, daneben. Es lebt noch einer. Ich sehe es auf der Karte unten. Frage, wo? Wo lebst du? Ich brauche einen Schraubenschlüssel. Du Scheißgüter! Ich habe ein gutes Gefühl. Ich sollte doch irgendwie noch einen Nahkampfangriff machen können. Das war's nicht. Das ist nachladen, das andere ist springen. Das ist zielen. Totenkopf-Halstuch. Super. Patrone. Haltet die Augen offen! Ich glaube, das Arschloch benutzt einen Stealth Boy. Stimpak. Ich benutze kein Stealth Pack. Stealth Pack. Ich benutze kein Stealth Boy. Momentan nicht. Verfickte Feindlinge verstecken sich. Wo bist du?
Zwei noch. Einer links, einer rechts. Oh, ich weiß, dass du hier bist. Ich werde dich finden. Also. Du darfst es gerne probieren. Shit. Nein, eigentlich nicht. Ich war mir sehr wohl bewusst, dass ich euch finde und dann töten werde. Upsala. Da oben ist er. Nein, das ist das Geschütz. Und mein Hund ist in der Offensive. Bist du? Ah, da drin, ich sehe ihn. Noch einer. Jawohl. So. Jetzt will ich die Geschütztürme noch auseinandernehmen. Eigentlich so. Darf ich das Ding überhaupt? Munition, Standard, Sicherung. Haben wir hier irgendwas Wertvolles? Ich bin da direkt in die Falle gerannt von denen, beziehungsweise in so eine Verteidigungsbasis. Ich weiß nicht mal, wo ich bin hier. Das werden wir uns nachher kurz angucken. Aber auf alle Fälle habe ich hier aufgeräumt. Patrone. Mit Leuchtvisier, Impopistole. Bin ich wahrscheinlich wieder zu schwer. Ah nee, ich bin stärker geworden. Warum auch immer. Hm. Molotov, right away. Den Rest brauche ich nicht. Oh, Patrone. Den Rest brauche ich nicht. Also ich bräuchte ihn schon, aber brauche ich das eigentlich? Benzinkanister? Ich sag mal ja. Wie komme ich hier hoch? Scheinbar gar nicht. Hoffe mir, dass ein gutes Teil runterfällt und ich? Jawohl. So habe ich mir das vorgestellt. Oh ja, das habe ich mir auch gedacht. Das schnappen die uns auch noch. Oh ja. Fusionskern, du bist mein. Jetzt habe ich schon zwei Fusionskerne. Ich weiß nicht genau, was sie mir bringen. Aber ich glaube, ich brauche die für die Rüstungen. Mit Leuchtvisier. Jetzt bin ich zu schwer. Na, wurde auch Zeit. Ups. Ich verklick mich noch die ganze Zeit, weil das Spiel noch so neu ist. Verdammt. Kampfgewehr. Impro-Gewehr. Impro-Repetiergewehr. Impro-Gewehr. Wir werfen den mal weg. Mit Leuchtvisier. Zigaretten. Eine Zigarette. Jetzt bin ich zu schwer wegen dieser einen Zigarette. Oh ja. Na, herzliche Gratulation. Da weg damit. Ich glaube, wir haben hier alles, oder? Nein, ich habe das dann noch nicht überprüft. Und das da habe ich auch noch nicht überprüft. Mann. Was bin ich denn für ein Plünderer? Was bin ich denn für ein Plünderer? Überprüfe nicht mal alles. Hier noch. Und dann sollte ich es haben. Oh, die haben sich's gemütlich gemacht hier, ja. Dafür habe ich aber keine Zeit.
Terminal entsperren. Ist zu gut geschützt. Ja, ich bin zu dumm. Ich habe nicht genug Hacker-Skills. Okay. Okay, dann weiß ich, was ich als nächstes verbessere. Meine Intelligenz. Denn das ist sehr clever, wenn ich meine... Oh ja. Oh ja. Patronen. Ist er kaputt? Was ist, wenn ich Eingabe mache? Gehe ich rein, ja? Ich nehme ihn mal mit. Man weiß ja nie. Let's... Core... Okay. Gut. So wie es aussieht, bin ich hier fertig. Und habe alles. Etwas nimmt mich doch wunder, wo zum Teufel stehe ich eigentlich? Upsala. Kapelle, ich bin da ganz unten durch. Okay. Kann ich jetzt schnell reisen? Geht das? Sanctuary, ja. Was ist das für ein Zeichen? Ja, ich möchte reisen. Wenn ein Begleiter im Kampf zu Boden geht, benutze ein Stimpack, um ihn in den Kampf zurückzuholen, ja. Das heißt, mein Hund kann nicht sterben und ich kann ihn im Kampf zurückholen, aber ich muss nicht. Ich kann auch warten, bis der Kampf vorbei ist, bis ich gewonnen habe und dann sollte er sich selbstständig regenerieren. Sieht auf alle Fälle so aus. Jetzt habe ich schon zwei von diesen Rüstungen. Ich sehe aber, dass die Seite nicht geschützt ist von dir. Was bellst du so rum? Was ist das für ein Zeichen hier? Sind das böse Leute? Alles so neu. Mir gefällt das ja, aber da so als unwissender Idiot rumzuirren, ist dann doch ein bisschen anstrengend. Ich glaube, in der nächsten Folge werde ich Sanctuary aufbauen. Und zwar komplett aufbauen, nicht so das, was ich bis jetzt gemacht habe. Weil, die haben da definitiv noch was nötig, aufgebaut zu werden. Gut. Jetzt will ich noch was machen. Und zwar... wo ist es? Herstellen? Nein, nein, nein. Schutz. Geschütztürme. Könnte ich da theoretisch was bauen? Tatsächlich. Cool. Das könnte ich auch schon bauen, mache ich aber nicht. Ich wollte eigentlich Ressourcen sonstiges. Nein, ich wollte so eine Werkbank machen. So etwas in die Richtung hier. Wie heißt das? Power Rüstung Station. Wo wird das wohl drunter sein? Nein. Das ist es. Glasfaser. Ich brauche noch Glasfaserkabel. Nein, einfach nur Glasfaser. Da habe ich noch zu wenig. Na gut, wir machen es so. Ich mache an dieser Stelle eine Pause, aber zuerst will ich kurz gucken, wenn ich hier jetzt rausgehe aus diesem Ding. Stell dich mal hier rein. Wie gehe ich jetzt wieder raus? Ich glaube so. Nein? Jawohl. Lass ich dich mal hier drin stehen.
Das ist ein T-45. Okay. Und was ist das? Ist das ein... Auch ein T-45. Das ist exakt die identische Rüstung. Das heißt, ich kann Teile, die hier noch fehlen, kann ich hier reinwerfen. Ölkanister. Nun gut. Ich baue in der nächsten Folge mal ein bisschen rum, weil wir müssen das Ganze noch verbessern. Es sieht auch nicht aus hier. Nahrung haben sie immer noch zu wenig. Ich bin da eher auf Abenteuer gegangen, bevor ich hier noch fertig gebaut habe. Da braucht es aber noch viel mehr Nahrung. Scheint wirklich was zu werden. Ernten. Na gut, das heißt, ich mache an dieser Stelle eine Pause. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Und dann bauen wir Sanctuary noch komplett auf. Denn ich habe da schon Ideen, wie ich das komplett aufbauen will, dass es gut aussieht, dass ich mich jedes Mal heimisch fühle, wenn ich hier zurückkomme. Wir sehen uns in der nächsten Folge von Fallout 4. Bis dann.